So, moin moin zusammen und einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen guten Start in die Woche. Wir machen heute weiter mit dem nicht ganz so schlimmen Spiel Ghost Clancy's Tom Raccoon. Genau richtig. Tom Clancy's Ghost Recon. Ich habe ja wirklich am Anfang gedacht, bevor ich es gestartet habe, das wird so ein richtig furchtbares, wo man etliche Male, keine Ahnung, taktieren und überlegen muss und man muss die ganze Zeit schleichen und es ist so unglaublich langsam und Gegner sind schwierig zu besiegen und bla bla bla, aber irgendwie ist Gott sei Dank so ziemlich alles irgendwie nach einem Treffer tot, was relativ angenehm ist. Und solange man einigermaßen weiß, wie das Spiel funktioniert, lässt sich das ganz gut überleben. Moin Bibi, moin Mario und moin Joker, einen schönen guten Abend. Schaut's aus bei euch. Mission 5 Recruit, das müsste eigentlich unser Speicherstand sein, nehme ich an. Es ist höchste Zeit, hier wieder abzurücken. Der Informationsdienst berichtet, dass die russischen Truppen den Rand der Stadt erreicht haben. Der Rest unserer Leute wurde inzwischen evakuiert. Sie sind die absolut Letzten, die den Bereich verlassen. Die Navy betreibt ein Shuttle zwischen unserer Botschaft und wir sind das Letzte. Ich erinnere mich. Im Schwarzen Meer. In genau 2 Stunden wird der letzte Seahawk das Dach der Botschaft verlassen. Sie sollten dann besser an Bord sein. Wo wir gerade dabei sind, es gibt noch etwas zu überprüfen. Die Russen haben einen von unseren Seahawks mit einer portablen SAM runtergeholt, bevor er die Botschaft erreichen konnte. Er stürzte nördlich ihrer Position in einem Park ab. Wir haben noch keine Lebenszeichen von der Besatzung erhalten. Oh no. Hof, keine Peilung. Möglicherweise gibt es keine Überlebenden. Ihr Auftrag ist es, das Wrack zu überprüfen und Klarheit zu erlangen. Seien Sie auf der Hut vor russischen Patrouillen. Achten Sie außerdem auf georgische Flüchtlinge. Es sind viele Flüchtlinge in den Straßen unterwegs. Und wir wollen die Kollateralschäden minimal halten. Wir wollen die Kollateralschäden zwar minimal halten, aber nicht vermeiden. Das ist nur optional. Gut zu wissen. Und ja, anscheinend 2002. Ich meine, das müsste so ich glaube, der GameCube ist sogar 2002 rausgekommen, oder war es 2001? Also ein relativ frühes Spiel in der GameCube Lebensgeschichte. Okay, ich würde sagen, wir müssen zuerst. Wo starten wir? Wir starten unten. Dann müssen wir dahin und dann müssen wir dahin. Okay, und die müssen wir einfach ignorieren. Ja, kriegen wir hin. Easy. New Release. Ah.
Okay, also ja, es ist sogar wahrscheinlich mit eins der ersten Spiele, die für den Cube rausgekommen sind. Nicht zwingend Release, aber definitiv noch im selben Jahr. Also 2022, ja. Mein Putzi, schönen guten Abend. Alles cool bei dir? Hat den freshen Monday. Übrigens, wird bestimmt alle freuen zu hören. Samstag, sehr lange Pokémon-Session mit Failcode. Weil Failcode den Tag lang Zeit hat. Werde ich aber nochmal auf Discord Bescheid sagen. Wird bestimmt gut. Kann ich mir bei dir mehr Munition nehmen? Ja, kann ich, okay. Passt so. Abgang. Und ja, das Spiel hat tatsächlich ein bisschen mehr was von 2022. Das habe ich mir schon gedacht, als ich mir das letzte Mal, als wir das Spiel gestartet haben, die Intro-Sequenz. Der Sound ist viel zu laut. Hallo Niki. Habe ich mir schon das letzte Mal gedacht, als ich das Spiel abgespielt habe oder das Intro abgespielt wurde und halt die Konflikt zwischen Russland und der Welt erklärt wurde, dachte ich mir so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Schaut's aus bei dir, Niki. Wie war dein Montag? Geht's dir gesundheitlich etwas besser? Also, dass wir gerade mal auf die Karte gucken, wir sind da unten. Ja, ich denke mal, wir können ruhig von hinten kommen, aber allzu viel Widerstand sollte es hier wahrscheinlich nicht geben. Zumindest kein Schwert. Was habe ich für eine Waffe? Ich will einen anderen Charakter. Wie ging das nochmal? So, Taktik. Ich nehme der mit mehr Munition. Okay, und Abgang. Oh, hier kann ich sogar... ich könnte strategisch vorgehen. Was nochmal? Zoomen. Irgendwo da sind Gegner, die sind... Ah, da. Einer weniger. Man muss nur wissen, wo sie stehen. Also okay, wie ist es bei dir? Ich glaube, ich habe mich tatsächlich ein kleines bisschen angesteckt. Nicht viel, wirklich nur ein kleines bisschen, aber ich merke tatsächlich doch so ein bisschen Erkältung. Ich würde gern... Warum geht er jetzt nicht aus dem Zoom raus? Ha. Ah, jetzt. Natürlich. Da ist nix. Au. Das ist ja schade. Kann ich das nochmal neu starten? Okay. Aber ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Und Bibet Assassin's Creed durch. Herzlichen Glühstrumpf. Welches war es jetzt? Immer noch. Wie hieß es doch gleich? Valhalla? Oder gab es jetzt ein neues? Das ist, ich hatte es gerade, ich bin immun. Habe ich gesehen. Okay, ja, was heißt, ich hatte es gerade? Theoretisch hatte ich es, praktisch ist natürlich immer noch so ein Restrisiko da, aber das war ich natürlich bereit einzugehen. Mutig, wie ich bin. Es war einmal ein Gegner. Ende. Ha. Bomben, da oben haben wir auch einen. Gehen wir langsam hier um die Ecke. Wieder einer weniger. Und irgendwo da drin ist noch einer, aber den finden wir auch noch. Mirage auf Platin. Ah, es gibt Mirage, okay. Okay, ein Teammitglied wurde verwundet, aber es ist nicht tot. Das ist erstmal gut. Und wir haben keinen Sunny dabei, aber das werden wir auch irgendwie überleben. Kann ich mir Geld klauen? Nein, schade. Du hast dich sicherlich eher bei Basic angesteckt. Der hing immerhin auf dir, nicht ich. Fairer Punkt, ja. Aber ich denke mal, Bazillen funktionieren so, dass wenn man irgendwo ist, wo sie gerade sind,
oder wo es mehrere von ihnen gibt, dann ist egal, wer auf einem draufhängt, man muss in die Nähe von jemandem sein, der es auch hat. Denke ich mal. Ich weiß aber nicht. Tatsache ist, ich hatte leicht trockenen Hals und ein bisschen raue Lippen, leicht Husten und das war's. Also soweit eigentlich nicht so schlimm. Kann ich dich aufmachen? Nein. Hier klingt so, als würde irgendwas explodieren. Wir sind... Oh, wir haben sogar noch ein Stückchen vor uns. Okay. Und denk dran, immer schön in Deckung bleiben. Nur nicht auffallen. Nichts Auffälliges tun. Zum Beispiel mitten über eine offene Straße laufen. Gab es hier nicht einen anderen Weg? Es gibt einen anderen Weg. Was? Hier sollten irgendwelche Wege sein. Oder sind das einfach, sind das Fenster? Okay, Fakt ist, da kommen wir nicht rein. Wo? Oh, da oben drin wahrscheinlich. Okay, machen wir mal schnell speichern. Ja, da ist er. Sieht er mich? Nein. Oh, ich wünschte, ich könnte vernünftig zielen. Ich könnte ja versuchen, mit einer Granate reinzuwerfen, aber das treffe ich eh nicht. Okay. Haben wir das auch. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Wo? Auch da oben. In der Theorie zumindest. Praktisch ist da auch... Was? Ach, Zivilisten. Ja, lauf du mal. Ist okay. Wo soll da einer sein? Tja, in der Theorie müsste da jemand sein, praktisch sieht er uns wohl nicht. Auch gut. Lugst du da vielleicht auch? Oh, den sehe ich. Der ist weg. Der weigert sich. Sehe ich ihn von hier? Quasi. Wenn ich noch das Fadenkreuz so ein bisschen nach vorne wegen könnte, ja. Und jetzt guck raus. Guck fein. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Verdammt. Ihr müsst dich von hier eigentlich treffen, oder? Jetzt nochmal. Ah ja. Okay. Oh, da hinten haben wir noch zwei. Irgendwo. Da. Okay. Und dann ist hinter dem Bus wahrscheinlich noch irgendwo einer. Fast. Okay.
Sehr schön. Haben wir das auch. Dann muss ich noch gucken, dass... Oh! Boah, reagiert wie so ein Typ, der schnell reagiert. Warte, hier habe ich einen. Einer von meinem Team tot? Nein, einer von meinem Team ist einfach nur langsam. Okay. So, und du lässt uns auch in Ruhe, danke schön. Sagt die Karte. Könnte hinten rumgehen. Hinten rum ist, glaube ich, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Außerdem ist da oben halt noch irgendwo ein Gegner angeblich drin. Was? 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 Oh, da hinten. Weil dies ist ein Problem. Warum? Wir sind einer weniger. Wo kommt der Panzer her? Warum meint mein Kamerad, ohne Raketenwerfer gegen den Panzer kämpfen zu müssen? Kann mir das einer verraten? Ich komme nicht mal. Ihr wollt mich verarschen. Man kann ihn nicht lang? Wow. Really. Das ist... Weißt du... Schnell laden. Haben sie eigentlich keine Lust, da irgendwie einen Typen zu verlegen gegen Panzer, der da auf einmal aus dem Nichts auftaucht. Am Boden. Okay. Den haben wir. Dann können wir das Ganze hier auch nochmal machen. Peng. Oh, da hinten hat sich einer verscharrt. Ende der Säule natürlich. Ah, da. Kann ich den hier unten durch abschießen? Warte mal. Müsste eigentlich, oder? Ja. Knöchelschüsse sind in der Regel tödlich. Was sind unsere... Na, beiden haben die sich schon... Ah, verscharrt da. Der war mal. Der war mal. Okay. Und jetzt laufen wir sofort zurück und versuchen den Panzer zu ignorieren. Okay. Ist ja wahrscheinlich. Genau, jetzt kommt ja. Tack, tack, tack. ZZ. Mach keinen Mist und kommt hier hin. Sofort. Leute, bewegt euren Arsch. Ohne Scheiß jetzt. Schnell speichern. Irgendeiner von meinen Leuten meint noch da hinten ein Mittagspäuschen zu machen oder so, keine Ahnung. Was, wo?
Aber wir ignorieren. Müssen wir dahin? Wir müssen dahin. Komme ich da von der anderen Seite vielleicht rein? Es sieht danach aus. Sind die... Ach, da oben! Ah! Verstehe. Lange braucht man normalerweise für das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Eventuell weiß das ja... Mario. Oder ihr guckt mal auf How Long to Beat. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, keine Ahnung, so 8 Stunden. Oh, shit. Nö, 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 nö. Zurück, Leute. Weg, 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 weg. Weg, weg. Oh, shit. Abgang, Männers. Wenn ein Panzer da gerade ranrollt, dann sollten wir vielleicht eher hier rein. Oder rollt er hier vorne rein als Verteidigung? Ich glaube nicht, oder? Nee, bestimmt nicht. Okay, dann laden wir nochmal. 2 Stunden 26, okay. Also in der Theorie nicht allzu lange, praktisch wahrscheinlich schon etwas länger, weil ich ein paar Mal neu laden muss. Oh, da oben. Auch tot, okay. Ich gehe mal gerade auf schnell speichern. Wo ist hier einer? Ernsthaft? Alter! Ich hab dem... Egal, schnell speichern, schnell laden. Okay, dann ignorieren wir jetzt den Panzer und gehen einfach rein. Gehen einfach rein. Wir gehen rein. Hier kommen wir nicht rein. Was soll ich tun? Stoppschutzzone gelangt. Ist die nicht hier? Die ist doch hier. Ah. Aha. Das sieht schon richtiger aus. So, jetzt sind wir hier. Zur Abholzone gelangen. Vermutlich mit beiden Teams. Gucken, was der Panzer gerade macht. Gameplay-Framerate ist ja richtig dämlich bei den Schützen. Sie ist mega. Panzer voraus, aber außer Reichweite. Ich frage, was macht der Kollege gerade? Das kann ich nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen. Das Einzige, was ich gerade machen könnte, ist... Jetzt zu einem von denen und schleiche mich mit denen am Panzer vorbei, auch zur Abholzone. Potenziell haben wir es dann. Ja, Leute. Ihr habt jetzt aber nicht. Okay, dann. Geht hier bitte runter. Deftig was los am Arsch. Okay.
Hatte schon die Befürchtung, dass sie dachten, das wäre eine gute Idee, volle Kanne auf den Panzer loszugehen. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Ah. Habe ich einen Raketenwerfer dabei? Natürlich nicht. Das ist kontraproduktiv. Dann gehe ich hinten rum. Aber wahrscheinlich säbelt mir der Panzer einfach meine komplette Einheit weg, wenn ich versuche, hinter ihm herzulaufen. Nicht nur, dass er halt ein großes Kanonenrohr hat, der hat halt auch noch eine aufgebraute oder draufgesetzte MG. Wenn er gerade schön hinten steht, wo ihn keiner sieht, lasse ich mich jetzt einfach hier hinten lang um das Haus, auf das Haus. Ja, da steht er nämlich richtig kacke. Einfach oben drauf. Hoffen, dass er mich hier nicht sieht, wenn ich hochgehe. Nö, 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 nö. Genau, Jungs, Abgang. So. Und jetzt? Ich habe das Gefühl, die müssen das Ziel etwas genauer beschreiben. Ich glaube, ich soll nämlich nicht zum Abschuss, zum Abholort. Ich glaube, ich muss den Panzer kaputt machen. Nur sagt mir das keiner. Versuchen wir das mal. Oh Gott. Wie maximal wird aus das Spiel. Es ist auch Tom Clancy Ghost Recon. Das ist halt so ein Armee-Strategie-Scheiß. Es ist halt auch mega seltsam. Und moin Flow. Geh weg. Was für ein Gegner? Wovon redet der? Okay, einen Schuss habe ich noch. Fantastisch. Habe das Gefühl, damit funktioniert das nicht. Oh boy. Oh, von hier kann ich ihn eigentlich ganz gut treffen, theoretisch. Treffe ich ihn von hier? Theoretisch ja. Okay. Hat der? Der hat irgendwelche Sprengsätze. Minen hat der. Urk. Kann ich euch sagen, dass ihr. Genau, bleibt mal hier. Da muss ich einfach nur mit allen hier oben drauf. Tja. Also kann ich jetzt das Level gar nicht mehr schaffen, oder?
Kann ich meinem Team sagen, dass sie einfach hier bleiben sollen, dass ich alleine gehen will? Ändern, Z-Knopf zurück, ändern. Halten. Halten. Okay. Du sollst mir nicht folgen, du Lappen. Du sollst verfickt nochmal hier bleiben. Weißt du, dann sterbt. Ist mir jetzt auch egal. Schnell speichern. Tschüss. Aber irgendwie passiert da auch nichts, wenn ich die Minen lege. Was soll ich tun? Game, what do you want from me? Nö. Es ist eine Wonne. Und unter Beschuss. Toll. Kann ich... Tja. Kann ich euch einfach sagen, ihr sollt jetzt... Forciert vorrücken. Feuerschutz? So, Abgang. Macht mal Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Machen die überhaupt irgendwas? Ich habe nicht so das Gefühl. Hier mal, einer schon mal tot. Irgendwie ist das alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und das macht auch anscheinend nicht so richtig Schaden. Cool. Ich kann jetzt das Level nicht abschießen, weil ich keine Raketenwerfer dabei habe oder was. Willst du mich verarschen, Spiel? Bringe ich erstmal alle möglichen anderen um. So, auch tot. Was willst du von mir, Spiel? Dann spiele ich dasselbe Level halt nochmal mit einem Raketenwerfer, Junge. Ho, Junge! Toll! Tut, was? Stegi, moin! Schönen Abend! Schaut aus bei dir, alles gut! Siehst dich so, als hättest du ein paar Aggressionen über den Tag angebaut. Bitte lass sie nicht an mir aus. Ich würde diesen scheiß Panzer gerne umbringen, weil ich anscheinend ihn besiegen muss, um die
Kampagne irgendwie zu schaffen, aber Schnauze. Aber anscheinend sagt mir das Spiel nicht, dass ich dafür einen Raketenwerfer mit in die Map nehmen muss, was ich ganz toll finde. Und mit Granatenwerfern scheint es nicht zu funktionieren. Ich brauche anscheinend wirklich eine Panzerfaust. Was irgendwie Sinn macht, aber trotzdem. Okay, er hat einen Granatenwerfer. Panzerfaust. Oh, das Ganze jetzt nochmal. Noch Rankenallergie hast du geschlagen. Oh, das ist scheiße. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Nur ein leichtes bisschen krank vom Wochenende. Da war ich bei einer Freundin bei der Stella Mercury. Und hab da wohl ein wenig Souvenirs mitgenommen im. Ah, toll, prima. Im Form von Resterkältung. Aber es war auch nur ganz milde, also eigentlich nicht weiter der Rede wert. Gott sei Dank. Ansonsten eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich habe dir heute ein Bild auf WhatsApp geschickt, Gerrit, ich lieb's, musst du mir nachher mal anschauen. Kann ich nachher gerne mal machen. Wahrscheinlich, wenn ich raten müsste, ist es ja wahrscheinlich ein Katzenbild. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Nice, guter Schuss. Und ja, teilen ist natürlich ganz toll. Kann ich eigentlich, wenn ich da oben jetzt reinschieße? Habe ich nicht. Okay, ich weiß nicht, Granaten finde ich irgendwie schlecht. Das funktioniert halt einfach deutlich besser. Ui, 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 ui. Irgendwo hier kommt er jetzt. Moment, liegt der da? Ah. Furchteinflößend. Okay. Cleared. Easy Game. Kein Katzenbild. Oh, dann bin ich ja mal gespannt, was du dafür für mich vorbereitet hast. Kann ich denn raus? Nein, ne? Doch. Kein Katzenbild. Was mag es dann sein? Was mag es nur sein? So, dann kann ich jetzt erstmal B-Team hier hinholen. Oder auch nicht. Die gehen jetzt. Ich hoffe mal, da vorne sind keine. Hier sind bestimmt keine Gegner. Da sind bestimmt keine Gegner. Nein, 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 nein. Alles gut. Ich kann hier direkt mal aufräumen eigentlich. In die Nuts. Den müsste ich aber treffen, oder? Ja, easy. Den hinten müsste ich auch treffen, weil ich weiß, wo er ist. Easy Game. So, dann machen wir jetzt mal schnell speichern. Ich habe dir ein Bild von Carlos geschickt, ist jetzt Teil meiner Familie. Carlos? Der Spanier, dem er das Auto geklaut hat? Ja, haben wir. Oder wer ist Carlos? Vielleicht von Catwoman? Weg mit Kinderversicherung.
Ich meine, ja, Catwoman hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Warte, was? Warte, war hier oben nicht ein Fenster mit Gegnern drin? Ich höre etwas. Ah, doch, da. Gut, dass er mich nicht sieht. Und irgendwas kommt gelaufen. Eigentlich ganz Spaß, ich nochmal machen muss. Ich glaube, der hat kein Auto, ist was dran. Ja, dann. Dann habe ich ja sogar recht. Manchmal. Aber wer ist Carlos? Ist Carlos irgendwie ein Hund, Katze, irgendwas? Was, wer oder was ist Carlos? Was ist ein Geier? Okay, irgendwo da oben ist einer. Ist mir jetzt auch egal. Guck auf dein Handy. Na gut, Mann, ey. Carlos. Eieiei. Das ist Carlos. Das ist ein Kaktus, ein mexikanischer Kaktus. Hat man dir dazu eventuell Tequila gereicht? Hihi, wie passend, hihi. Bitte hasst mich nicht. Aber er sah schon ziemlich putzig aus, muss man das schon sagen. Hammer. Bam, 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 bada, bam, bam, bam. Diese Spannung. Oh, Hinterbaum. Pop ins Rückgrat. Wer Terrorist ist, braucht kein Rückgrat. Ich hasse dich nur ein bisschen, aber du weißt ja, ich weiß. Aber irgendwas muss unsere Freundschaft ja beruhen. Sie beruht darauf, dass du mich ein bisschen hasst. Bravo, Feinde in der Nähe. Bravo, geht's aber prima. Okay. Sie sind hier. Schön, dass sie da sind. Aber wenn ihr euch nicht blöd verhaltet, ist es völlig egal. So, wo ist... Anu? Wir sind direkt über Ihnen. Ah. Hab dich. Gut, ein Problem weniger. Schnell speichern. Absturzort haben wir untersucht. Jetzt laufen wir vor dem Panzer weg. Wenn man lockt, dann Privatgespräche nicht anfangen. Ja, alles gut. Dann schönen Abend noch. Danke fürs Reinschauen. Oh Gott. Aber das war ja nicht zwingend privat. Du hast ja gesehen, worum es geht. Und den mexikanischen... den mexikanischen Kaktus. Namens Carlos. Und die Tatsache, dass er der Mercury nicht kein Tequila mag. Das war eigentlich alles. So. Dann kann ich jetzt mit euch theoretisch schon mal oben auf das Dach. Ich möge, ich vertrage ihn nur nicht. Ich habe das jetzt einfach mal gleichgesetzt. So, ihr seid oben. Ach, deswegen haben die sich beschwert. Da war ja echt jemand. Na, no, gucken wir doch mal. Dann laufen wir hier raus. Hier herum. Hier durch. Rechts runter. Und dann müssten wir theoretisch auch noch vor dem Panzer beim Gebäude ankommen.
Ja, ich sehe ihn noch nicht mal. Und sobald alle da sind, hätte ich jetzt wieder gesagt, müsste eigentlich das Level hier abgeschlossen sein. Oder ich versuche danach wirklich nochmal den Panzer abzuschießen. So, rauf. Rauf, rauf. Warum hakt ihr eigentlich? Leute, ist das euer fucking Ernst? Bewegt eure Ärsche hier hin. Was? Leute, es ist nicht euer Ernst. Weg mit euch. Mann, 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 Mann. Okay. Haben wir das erstmal. Keine Sorge, nimm es einfach mit Humor, bin auch weiterhin da. Ich nehme immer alles mit Humor. Ich versuch's zumindest. Klappt in der Regel ganz gut. Stell dir mal wörtlich gesagt gescheitert. Ja, ich weiß auch nicht, wo jemand war, der umgebracht wurde. Vor allen Dingen, ich hab. Was? Warum? Banksichern Abschluss aus Untersuchung zur Abholzone gelangen. Ich bin hier. Was will das Spiel von mir? Ich hasse sowas. Soll ich irgendwie jeden Gegner, den es gibt, besiegen oder was? Falls ja, warum sagt mir das Spiel das nicht? Dann gehe ich halt nochmal auf böse Bubenjagd. Die letzten Male war es nicht so. Da war es einfacher. Da haben wir wirklich einfach die Aufgaben gemacht, die mir gegeben wurden. Dann hat das Spiel gesagt, gut gemacht. Hier hast du Medaille und nächstes Level. Und jetzt meint es irgendwie hier eine Extrawurst haben zu wollen oder was? Wäre ja eigentlich auch nicht das Problem, wenn es mir sagt, was? Also ein bisschen planlos durch die Gegend zu laufen, ist halt jetzt auch nicht so pralle. Ich gucke einfach, ich laufe jetzt ein bisschen da hinten, da war ich noch nicht. Ich gucke auf die Karte, wo noch Gegner sind. Da ist irgendwo ein Gegner. Wie komme ich in das Gebäude rein? Da muss ich doch auch irgendwie reinkommen. Nämlich das, wo noch irgendeiner von den Scharfschützen, glaube ich, drin ist. Ah, hier? Ah ja, das sieht gut aus. Okay, bevor ich jetzt reinlaufe und noch einer stirbt, ziehe ich jetzt nochmal ab. Lass den Käse. Und dann. Oh. Soweit, so gut. Gehst du auf? Nein. Gehst du auf? Nein. Gehen die auf? Nein. Ah, hier sind die Fenster. Ja, okay. Gut. Der ist tot. Da hinten noch einer? Hier, da ist tatsächlich noch was. Das ist natürlich, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für gute alte Videospielqualität. Der obligatorische NPC, der versucht, durch einen Laternenmast zu laufen. Nett. Ich erlöse ihn mal. Der war mal.
Also war die optionale Mission gar nicht optional. Ja, speichern. Weiter geht's. Gut, also, dann mache ich es in der nächsten Mission einfach so. Ich töte einfach jeden Gegner, verliere kein Teammitglied und dann müssten wir ja eigentlich auf dem richtigen Pfad sein. Und wenn das eigentliche Gameplay wirklich nur 2,5 Stunden braucht, wobei ich habe jetzt ein Level gemacht, weil ich es einmal neu gestartet habe. Frage, ob wir damit wirklich heute durchkommen. Vermutlich nicht. Natürlich wird keiner der Annexion gewahr. Die georgische Exilregierung signalisierte von ihrer Niederlassung in Genf eine strenge Ablehnung. Und die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland haben die russische Invasion öffentlich verurteilt. Mhm. Aber das allgemeine Gerede wird die Panzer in Tbilisi nicht zurücktreiben. Die Big Boys sind überzeugt, dass Arbatov und seine Generäle eine weitere Intervention vorbereiten. Die Satelliten haben große Truppenbewegungen an der baltischen Küste in der Nähe der lettischen Grenze ausgemacht. Lettland, Litauen und Estland waren alle Teil des russischen Imperiums. Und sie wieder zurück unter die Kontrolle Moskaus zu bringen, ist seit Jahren Teil der ultranationalistischen Agenda. Sie werden geheime Informationen über den bevorstehenden Angriff sammeln. Die Russen haben einen Kommandoposten in Izborsk, einer mittelalterlichen Festung 5 Meilen von der Grenze, errichtet. Ihre Aufgabe ist es, den Posten zu infiltrieren und alle Dokumente zu bergen, die etwas über die russischen Kriegspläne enthalten. Achten Sie auf Patrouillen. Wir haben zahlreiche Truppenbewegungen entlang der Straße ausgemacht. In der Festung gibt es ein Funkgerät. Lassen Sie der Garnison nicht die Zeit, Hilfe zu rufen. Oder Sie haben ein schweres Feuergefecht vor sich. Noch ein Haken. Mhm. Es gibt eine SAM-Stellung in der Nähe. Erkunden Sie sie und heben Sie sie mit einer Rakete aus, wenn sie nur leicht bewaffnet ist. Okay, also ich muss alles machen, letzten Endes. Machen wir das. Viel Spaß beim Feuergefecht. Dankeschön. Ich kann es kaum erwarten. Okay, hier haben wir jetzt sogar einen dabei. Die Teams werden sogar vorausgesucht. Moment, die Teams für eine Mission werden vorausgesucht, aber beim Team, was ich vorher hatte, wurde mir kein Typ mit Raketenwerfer mitgegeben. Hätte ich den Panzer gar nicht töten müssen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Sind alle gesund? Prima. Ihr seid Helden. Weiter geht's. Im Zweifel einfach töten. Ich denke auch. Da sollte man am wenigsten Probleme haben im Nachhinein. Also machen wir das einfach mal. Das ist also Russland. Hat jeder einen gültigen Pass dabei? Er hätte jetzt irgendwas mit Wodka sagen müssen. Das hätte ich viel lustiger gefunden. Gut, also dann gehen wir erstmal, wobei, wir gehen am besten direkt erstmal geradeaus. Da ist ja das Ding, was angeblich so mega stark bewacht ist. Also machen wir das einfach zuerst. Oi. Das ist aber... Wo? Oh, warte. Ich habe ja Nachtsicht. Damit müsste ich doch eigentlich was sehen können, oder? Oh, da. Einer weniger. Welche von meinen Teams... Warum ist Bravo unter Beschuss? Nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht mehr lange. Das Blei fliegt hier tief. Okay, das versuchen wir jetzt einfach nochmal.
Okay, Sammelstellung zerstört. Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, dann wechseln wir jetzt wieder auf den Typen mit den ganzen, mit der vielen Munition und den Rest können wir wahrscheinlich einfach relativ entspannt weitermachen. Oder niedermachen, fertig machen. Du bist kurz zum Handy offen, René hat wieder die Macht über meinen PC und zockt für mich. Sehr gut. René, guter Mann. Kaputt. Gut, Nummer 1, fertig. Weiter zum nächsten. Was sagt die Karte? Sind dabei. Gut. Die rücken nach da unten, dann kann ich mit Alpha hier oben lang. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner, ich stimme dir zu. Dann kann ich nämlich hier oben reinrücken, einrücken. Irgendwo war hier ein Eingang. Oben. Okay. Ich bin jetzt immer noch Alpha. Ich würde aber gerne der hier sein. Cool. Folg mir. Und hinten sehe ich sogar einen Gegner, der leuchtet so hellgrün auf. Was sehe ich da? Da ist ein Gegner. Krieg ich den von hier? Ja. Tue ich. Na guck, ich müsste ja eigentlich auch durch das Fenster schießen können, ne? Never mind, es ist eine Tür. War das Ding Fenster? Hat es. Durch die wir nicht reingucken können. Auch gut. Dann machen wir einfach mal schnell speichern und dann spiele ich Rambo. Rambo funktioniert. Easy Game. Gut. Dann kommen wir vorne rein. Oh, das ist auf jeden Fall. Ist der LKW der Gegner? Ah. Ja, okay. LKW ist böse, habe ich gemerkt. Okay. Schnell speichern. Oh, sind wir mal. Ja, ich sehe dich, danke. Dich sehe ich auch noch. Bam, 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 bananan. Okay, einige habe ich erwischt, das ist schon mal gut. Dann gehe ich nochmal auf schnell speichern. Er arbeitet nebenbei noch mit Kunden und spielt dabei Killer. Okay. Teammitglied verwundet, Pustekuchen. Hier müssten wir soweit fertig sein. Dann gehen wir hier raus. Da ja keine Gegner sind.
Ah. Ach komm. Wollte mich gerade ducken. Gut, dass es das schneller und schnell speichern gibt. Das macht das Ganze deutlich angenehmer. Okay. Das hat soweit funktioniert. Gut, einer ist hinter dem Wagen, das kann ich sehen. Aber da sind noch welche in dem Haus, aber ich glaube, das Haus ist nicht ganz so wichtig. Alles ist halt zu. Oh, den kann ich dir nicht einfach. Ja, kann ich. Ha, nice. Okay. Schnell speichern. Kann ich nichts machen. Die restlichen sind anscheinend alle in Häusern. Ah, ist okay. Das ist fein, das kriegen wir hin. Machen einfach auf jedem Haus einen Schnellspeicher und dann kann nichts passieren. Easy. Ist okay. Ich humpel noch nicht. Alles gut. Der war einmal. Ende. Ah! Okay, verdammt. Da hat er etwas schneller geschaltet als ich. Was? Hä? Wie bin ich denn jetzt? Wie bin ich denn da hingekommen? Okay. Okay, schnell speichern. Ah, gut, ich musste gerade nachladen. Perfekt. So, einen haben wir noch. Nochmal schnell speichern. Und Abgang. Der versteckt sich irgendwo hinter den Mauern da. Versteckt er sich hinter den Mauern da. Gut. Dann sind wir mit euch. Haben wir mit euch, glaube ich, genügend gemacht. Oder, nee, warte. Ich muss doch irgendwas hier hinten machen. Oder? Zur Opferzone gelangen. Ah, nee. Aber das mache ich mit Team A. Die hält nämlich noch am meisten aus. Oh. Okay. Und damit müssen wir es eigentlich haben.
Also nicht am Strategieren, einfach drauf da. So. Okay. Ihr seid auch soweit fertig, dann kommen wir mit euch auch dahin. Potenziell lebt natürlich noch irgendwo was. Und die müssen wir danach jagen. Ja, okay, hier wird halt noch ein... Okay, es wird noch ein Gegner angezeigt, das ist wahrscheinlich das Problem. Kann man quasi unten auf der Karte sehen. Dieser gelbe Rand, der da an der Karte ist. Deutet darauf hin, dass da noch irgendwas irgendwo lebt. Und das darf ja nicht sein. Ist der in der Burg? Ich dachte, ich hätte in der Burg eigentlich alles besiegt. Oh, warte. Das ist der... Ah, das ist der Wagen. Das ist wahrscheinlich der Wagen. Also brauche ich... doch euch. Sogar sehr wahrscheinlich der Wagen. Ja. Okay. Dann nochmal zurück. Wagen sprengen, ab nach Hause. Ich den. Da geht's raus, ne? Ja. Ja. Mach ich nur weg, dass das nicht wehtut. Und ich kann aus irgendeinem Grund die Rakete nicht abschießen. Okay. Geht doch. Ich konnte irgendwie nicht hinten auf den Laster schießen. Ich habe zwar Feuer gedrückt, aber der hat halt so klick-klick gemacht, als ob ich keine Munition im Raketenwerfer hätte. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. So, Abholzone. Jetzt große Spannung. Und natürlich will das Spiel wieder irgendwas anderes von mir. Startzone. Abholzone. Ah. Mich gerade noch mal ein bisschen um, ob nicht vielleicht hier doch noch irgendwas ist. Kann aber eigentlich fast nicht sein. Ich habe eigentlich alles durchschaut. Nein, falsche Richtung, Bruder. Runter mit dir. Es mussten alle da sein. Okay. Muss ich nicht verstehen. Es ist sehr launig, das Spiel, was das angeht, habe ich das Gefühl. Speichervorgang erfolgreich. Next. Der Mission. Also im Tempo sollten wir 2 heute noch hinkriegen. Mindestens. Schlechte Neuigkeiten.
Die Russen sind heute Morgen im Baltikum in die Offensive gegangen. 3 Tage früher als geplant. Die Satellitenbilder zeigen 2 Hauptvorstöße. Einen entlang der Küste zu Tallinn und der andere direkt über Izborsk nach Riga. Das Oberkommando stellt eine Streitkraft von Deutschland aus auf, aber sie benötigen mehr Zeit. Und wir sind diejenigen, die sie ihnen beschaffen werden. Ihre Aufgabe ist es, die Brücke zu sprengen, wo die Schnellstraße von Riga über den Fluss Lubana führt. Dies wird den Gegner von der Verstärkung abschneiden und ihren Vorteil dramatisch verringern. Platzieren Sie die Sprengladungen an beiden Hauptbrückenpfeilern und kehren Sie dann zur Abholzone zurück. Achten Sie darauf, dass die Brückenwachen nicht auf Sie aufmerksam werden. Die essen Sie zum Frühstück. Urteilen Sie selbst über das russische Lager in der Nähe des Flusses. Wenn es nur leicht bewacht ist, radieren Sie es aus. Natürlich. Okay. Also, Brückenpfeiler zerstören, ist soweit klar. Sabotzone gelangen, Campbesatzung eliminiert. Mal gucken, ob ich das Lager wirklich ignorieren kann. Schön wär's ja. So, der hat Sprengstoff dabei, extra Munition. Okay. Sieht so aus, als ob ich mit Team Bravo durch die Gegend laufen möchte. Muss ich aber gerade nochmal auf die Karte gucken, wie komme ich zu den Pfeilern. Wenn mich das Brückenteam tatsächlich nicht sehen darf. Ja, natürlich. Die ist unglaublich knapp bestimmt. Okay. Wahrscheinlich über diese kleinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Mini-Wege, die zu den Pfeilern führen gehen, schätze ich mal. Ist das ein Gegner? Ein Gegner? Nee, du bist ein Baum. Wo seid ihr? Moment. Immer muss sagen, dass schnell speichern und schnell laden geht ja tatsächlich ziemlich zügig. Hä? Wo sind die? Oh, hier wahrscheinlich. Ah ja, da. Okay. Hab euch. Gut, damit kommen wir zum ersten Brückenpfeiler. Ich hoffe mal wirklich, dass die uns jetzt nicht sehen. Die da oben sollten uns zumindest nicht sehen. Oh. Hi Bietchen, schönen guten Abend. Hoffe sie gut, du hattest einen schönen Montag. Doch, wir haben Montag. Ich kann überlegen, welcher Tag ist heute? Bitte triff, danke. Meine Güte. So, das haben wir auch. Ey. Weiter zu den Brückenpfeilern.
Naja, die sind da oben. Ist die Frage, sehen die uns? Nee, ne? Wie wäre es, wenn wir die einfach ignorieren? Gibt es hier bestimmt einen Punkt, wo ich das Ding hinsetzen soll, oder? Reicht einfach. Gegen muss halt viel rumtelefonieren. Viel zu besorgen, oder was war heute los? Warum? Oh, Junge. Also die Kollegen-KI ist wirklich ein wenig bescheiden. Um es mal sehr freundlich auszudrücken. So. Okay. Haben wir. Abgang. Musst du zum Zahnarzt. Ah. Schön. Die Lieblingsbeschäftigung eines jeden Menschen. War hoffentlich ein glimpflicher Besuch und da musste nicht groß was gemacht werden. Kamst du gut davon? Warte, welche Richtung gucke ich gerade? Das ist die falsche Richtung. Jetzt folgen wir mit dem hier auch noch. Gehen wir mit dem auch noch weg. Und dann haben wir es. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich muss man die Arbeitsstelle informieren, wenn man später kommt oder Termin. Ja, klar, natürlich. Da sollte man natürlich der Arbeit Bescheid sagen, wenn man aus irgendeinem Grund potenziell verspätet ist. Das ist natürlich korrekt. Heißt, du hattest heute ein wenig Zwangsfreizeit? Kann man das, glaube ich, nicht wirklich nennen, wenn man zum Zahnarzt muss. Zahnarzt war ich nie großer Fan von. Die ganzen sterilen Geräte und so weiter, das ist irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht. Fühle ich mich nicht wohl. Müsste ich aber tatsächlich auch nochmal hin. Irgendwann. So, kommen wir hier rüber? Wir kommen hier rüber. Ah. Zu tief. Der hat Deutsch geredet, wow. So, ich hoffe jetzt mal, dass meine Teamkameraden nicht auf die Idee kommen, mit den Gegnern zu interagieren. Tun sie nicht. Sehr gut. Moini, hast du sowas wie Spaß bei dem Spiel? Hab mich da immer nicht dran getraut, sah mir zu simmig aus. Es ist weniger simmig, als ich es befürchtet hätte, muss ich sagen. Es ist bei weitem kein gutes Spiel. Schon allein, weil ich halt kein Shooter-Fan bin, schon gar nicht auf Konsole. Aber es ist wenigstens nicht frustrierend schwer, muss ich sagen. Du hast halt deine Missionskarten, wo du ein paar Aufgaben erledigen musst. Und in der Regel sind, wenn du ein bisschen vorsichtig vorgehst, die Gegner relativ schnell besiegt. Was das Ganze sehr angenehm macht. Und von der hellsten Sorte sind sie auch nicht. Also ist das schon ganz okay. Wenn man sie denn sieht. Momentan bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher, wo. Oh, da ist einer. Kann man nicht einfach ein bisschen ranzoomen und in der Regel sind die nach einem Schuss tot. Der ist auch tot. Der hat sich auch gerade irgendwas bewegt. Das habe ich genau gesehen. Gefühlt am anderen Ufer. Tatsächlich, da drüben bewegt sich wirklich was. Kriege ich den von hier? Nice. Hätte ich nicht gedacht. Nehme ich aber an. Gutes Zeug.
Gothica war ein recht spätes Spiel, sieht grafisch aber echt nicht danach aus. Eigentlich ist es ein relativ frühes Spiel. Also der, haben wir nämlich eben drüber gesprochen, der Cube kam Mitte 2002 raus und das Spiel ist auch von 2002. Also selbes Jahr. Ist halt auch der erste Teil. Es gibt dann halt doch irgendwie mehrere davon. Aber da bin ich definitiv kein Fachmann. Irgendwo ist noch was. Ah, da. Lächeln. Guter Mann. Bis dann. So, weit so gut. Und dann kann ich jetzt hier auf meinen Sprengerboy wechseln. Der macht einmal seinen Knaller hier. Zack. Easy Game. Also das Ziel ist, den Brückenpfeiler zu zerstören. Was habe ich gemacht? Ich lege nur eine Bombe dran. Ich habe sie noch nicht gezündet. Nee, glaube ich, denke was anderes. Das kann natürlich sein. Also ich selber wusste es auch nicht, aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre es ein unglaublich spätes Spiel. Das ist wohl auffallend. komme ich hier rauf? Ich komme hier sogar rauf. Oh, damn. Ich lese sofort, was du geschrieben hast, Bienchen. Ich muss nur gerade schauen, dass ich mir hier jetzt nicht wieder den Kopf wegschießen lasse. Oh, hier ist ein Panzer. Steh auf. Da hinten ist irgendwas, aber es passiert nichts. Also ignoriere ich euch einfach und laufe zum Ende. Weil ich nur noch zur Abholzone gelangen muss. Rein theoretisch. War die letzten Male aber auch nicht so. Ich hoffe mal, jetzt darf ich mich wirklich an das halten, was das Spiel mir sagt. Ups. Nein. Ach, Leute. Knöpfe. Ich glaube, das Text was sagen wir. Nee, der Text ist okay. Der Text ist okay. Ich brauche halt, wenn der Text was länger ist, nur eine vernünftige oder gute Gelegenheit, um auch zu lesen. Natürlich hat es auf dem Hinweg, auf dem Rückweg geregnet. Ja, Regen tut es bei uns momentan halt auch den ganzen Tag, jeden Tag irgendwie. Auf dem Rückweg, die Busverspätung, Gott sei Dank hat sich das nicht auf meine Bahn ausgewirkt. Okay, also alles in allem unnötig, nervig, stressiger Tag, so wie das klingt. Dann hoffe ich mal, dass zumindest der Abend einigermaßen erholsam war. Und ist. Gegner terminiert. Ha! Erwischt. Lappen. Keine Ahnung, wo. Oh, da. Na komm. Okay. Muss man häufig genug schießen, da trifft man auch. Ja, nee, ich habe Angst, dass die mir da nachher wieder irgendwie Mist bauen. Da gehe ich lieber selber. Bevor die mir nachher ins Kreuzfeuer vom Gegner rennen. Wir werden durchhalten. Bravo unter Beschuss? Was? Leute, was habt ihr getan? Warum unter Beschuss am Arsch? In Bewegung.
Warte, das ist... Schon wieder die falsche Truppe, ey. Die Menüführung ist ein bisschen zum Kotzen. Ja, nach unten gucken hilft dir auch nicht. Meine Güte, ey. Also alles in allem, es ist einfach, es ist kein gutes Spiel. Zum Glück ist es nicht sonderlich frustrierend. Also, nur ein bisschen. Zu tief. Zu tief. Einfach ignorieren, einfach laufen, laufen, laufen. Sieht nicht danach aus. Hopp. ZZ. Gut, das sieht schon mehr nach Folgen aus. Rainbow Six Lockdown war das, woran ich dachte. Ah, okay, das kann sein. Ja gut, Rainbow Six Lockdown ist ja auch wieder so ein... Oh Gott, warte mal. Ist das auch für ein Cube? Also ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Strategie-Armee-Shooter vor mir. Das weiß ich wohl. Ich weiß gerade nur aus dem Kopf leider nicht, welche. Also wenn man denkt, dass der Cube nur so 3 Jahre wirklich aktiv befeuert wurde... Stimmt, die Wii kam ja schon. Leute, ernst? Die Wii kam ja schon 2006 raus, ne? Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich 2005 GamePro-Berichte gelesen habe zu der Nintendo Revolution, welchen Namen ich heutzutage immer noch geiler finde als Wii. Und dann müsste die 6 tatsächlich schon gekommen sein. Die Wii hielt dann auch eine ganze Zeit lang bis 2012. Ne? Was müsste hinkommen? 12 kam dann die Wii U. Die U war dann wieder nicht sonderlich gut. Und 2000, wann kam die Switch? 16 oder 17? Die Switch müsste 2017 gekommen sein. März 2017, glaube ich. Jetzt sagt mir bitte, dass ich wirklich nur mit meinen Leuten hier hin muss. Das wäre nett. Ah, sehr gut. Okay, Gott sei Dank. Aber warum hat das in der Stage vorher nicht funktioniert? Warum muss ich da alles töten? Verstehe ich nicht. Speichern? Yes, sir. Kann man nichts dazu sagen, außer dass noch meine Mutter mich dazu gezwungen hat, ihr zu helfen. Welches Zusammenlegen hatte ich in... Aber stattdessen hattest du einen entspannten Abend. Na, immerhin. Und gelegentlich mal der Mutter helfen ist ja sicherlich keine schlechte Sache. So hin und wieder mal. So, was haben wir als nächstes für spannende Aufgaben? Aber komplett schon Credits, da hätte ich auch nichts gegen. Scheiße. Die 1. Panzerdivision hat es geschafft, das russische Vorrücken aufzuhalten. Allerdings nur knapp. Wir erwarten Verstärkung von der Küste, aber sie wird uns nicht vor morgen erreichen. Zurzeit ist die Situation sehr instabil. Wenn die Russen ihren Angriff wieder aufnehmen, bevor wir bereit sind, ist es nicht sicher, ob wir die Stellung halten können. Mhm. Der größte Teil der Truppen konzentriert sich in einem Sektor in der Nähe des litauischen Dorfes Venta. Ihre Aufgabe ist es, dort einzudringen und die Artilleriestellungen auszuheben. Mhm. Der Helikopter wird sie auf einer verlassenen Farm im Westen der Stadt absetzen. Es wäre ungewöhnlich, wenn ihre Ankunft dort unentdeckt bliebe. Sie müssen also sofort einen Verteidigungsring aufbauen oder sie werden überrannt werden. Wenn sie vor Ort sind, wird das Hauptquartier einen Angriff entlang der Hauptstraße führen. Halten Sie die Farm, bis Sie unsere Panzer sehen. Schließen Sie sich ihnen dann bis in das Dorf an. Klären Sie das Dorf und rücken Sie dann zu den Artilleriestellungen in den Hügeln vor. Eine Panzerabwehrrakete sollte diese Aufgabe erfüllen. Okay. Aber kann ich die Artillerie nicht einfach vorher schon besiegen? Oder zerschießen? Probiere ich das einfach mal aus. Habe ich denn auch Raketenwerfer dabei? Das ist das Wichtigste. Ja, okay, habe ich einen. Okay, Team Bravo scheint wieder das Wichtige zu sein. Und der ist verwundet, das heißt, den würde ich austauschen gegen... Ich meine, ich habe ja mehr als genug Leute.
Nee, nicht Claymore. Nehmen wir nochmal Panzer. Abwehrrakete. Passt so. Ja, dann sind alle gesund. Sehr gut. Top. Guter Mann. Glaube ich. Das Voice Acting ist obligatorisches. Hier hast du einen Zettel. Lies mal davon vor. Aber es klingt zumindest einigermaßen wie diese Einsatzbesprechung. Ich meine, wenn du halt so einen Einsatzbericht vorgelesen bekommst, würde ich jetzt nicht behaupten, dass du da von deinem Berichtvorleser erwartest, dass er da allzu viele Emotionen reinlegt. Moment, was? So fühlt sich da so ein Nagel? Lass mal jetzt zuerst versuchen, die Artillerie wirklich zu zerstören. Es würde mich jetzt interessieren, ob das funktioniert. Oh, wow, okay. Habe ich gerade eben Panzer gesehen? Ja, ne? Okay, ignoriere ich einfach mal. Und Alpha geht einfach mal hier hin. Was sind das für... Also ich glaube, im Hintergrund höre ich so Dinge, die so ein bisschen klingen wie... Ich glaube, das soll Stimmen sein. Es klingt aber eher wie ein Crazy Frog, der gerade ertränkt wird. Da, genau das. Was? Das ist gut. Da schon wieder. What is it? Easy game. Ja, irgendwo hier oben haben wir dann auch die Artilleriestellung. Ah, da. Eine besiegt. Okay. Erstmal easy game soweit. Schnell speichern. Wer schießt denn da so wie verrückt? Kommt da runter. Du zum Beispiel. So, weit zu easy erstmal. Dann müsste hier alles tot sein. Sehr gut. Schnell speichern. Easy Game soweit. Was sind das eigentlich für Panzer? Sind das meine? Finde ich schon krass. Wenn das alles meine sind? Glaube ich aber nicht. Oh, da kommt unsere Truppe. Einer weniger. Und hier sind auch wieder irgendwelche Dinger. Oh, da. Ah, verdammt, er ist weg.
Aber er versteckt sich noch irgendwo da hinten. Ach, da. Ah, meiner. Sehr gut. Würdest du sterben? Ich wäre dir sehr verbunden. Sehr gut. Ja, einen Panzer haben wir hier. Wir brauchen aber noch eine Artilleriestellung. Das ist wahrscheinlich die da hinten. Ja, ist es. Dann kümmern wir uns mal kurz um die. Ja, haben wir. Müsste ich ja eigentlich von hier auch kriegen, ne? Das ist aber nett. Nicht mehr lange. Easy game. Okay, ja, läuft doch. Jetzt folgen wir einfach unseren Jungs. Und in der Theorie haben wir es dann. Oder? Ja. Kann ich dem Alpha-Team noch sagen, die sollen ihren Arsch hier hinten bewegen? Da haben wir ja eigentlich soweit alles besiegt. Das Dorf sichern. Oh! Anscheinend haben wir das Dorf nicht gesichert. Dann lebt da wahrscheinlich noch irgendwo ein Mannequin. Vielleicht zwei. Wir müssen wahrscheinlich nächstes Gebäude angucken. Ah ja, tatsächlich, da ist noch einer. Okay. Schnell speichern. Okay. Jetzt aber. Boom, Schakalaka. Läuft doch. Das war schnell. 6,5 Minuten. Kann man machen. So, haben wir jetzt die Russen alle besiegt? Alle tot, ja, nein, vielleicht. Die Russen haben sich südlich von Riga in Stellung gebracht. Die 1. Panzerdivision ist bereit für eine Großoffensive, sobald sich das Wetter aufgeklärt hat. Bevor wir attackieren, werden sie hinter die russischen Linien gehen, um ihre Kommunikation zu zerstören. Aha. Ihr Ziel ist ein russischer Horchposten an der Grenze zwischen Litauen und Lettland. Sie haben ihre Ausrüstung mitten im Sumpf platziert. Sie werden also nasse Füße bekommen. Es gibt 3 Hauptinseln, die sie räumen müssen. Wir denken, dass der Horchposten auf der östlichen Insel stationiert ist. Aber wir wollen, dass sie alle Inseln klären, um sicher zu gehen. Versuchen Sie, den Kommandooffizier lebend zu fangen. Mm-mm. Er hat möglicherweise wertvolle Informationen über die Verteidigungsstrategie der Russen. Zu viel Aufwand. Kugel ist einfacher. Okay, also, wir kommen da unten an. 1, 2, 3. Okay, also wir arbeiten von oben nach rechts, nach oben, nach links durch. Kriegen wir hin. Vorletztes Wochenende war ich auf einem Hobbytreffen. Was für ein Hobbytreffen warst du denn? Was habt ihr Gutes gemacht? Das erinnert mich, als ich vor etlichen Jahren mal auf einem Minimalistentreffen ein-, zweimal war in Duisburg, war das, glaube ich? Wie lange haben wir das tatsächlich eigentlich nicht gemacht? War mehr so ein einfach mal Treffen, gucken, wie man sonst in der Umgebung potenziell kennt. Ja, das sieht gut aus. Gönnung. Aus so einem Treff mit anderen Leuten war ich schon lange nicht mehr. Die einzigen, auf denen ich wirklich selber mal war, waren, wie gesagt, dieses Minimalistentreffen und etwas häufiger
so ein Nintendo 3DS-Treffen mit ein paar Leuten. Ist aber auch schon eine Weile her. Sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht. So. Du guckst in welche Richtung, das sieht gut aus. Zu tief. Okay, und... Oh. Ah, wir müssen uns an die Bäume halten, natürlich. Moment. Oh. Bis dann. Gegner terminiert. Ah. Deswegen. Weil da noch einer ist. Hinter dem Baum. Nicht mehr. Ah ja, erstmal schnell speichern. Ja. Läuft. Dann weiter zur nächsten. Ja. Ja. Gut. Russische Offiziere brauchen wir nicht. Alle tot. Und hier ist wahrscheinlich zu niedrig. Ja, da müssen wir hinten lang. Aber. Wenn ich sie schon so schön. Hinrein. Irgendwo. Wo? Oh, da. Zack, wieder einer weniger. Oh. Gut, dass er nicht auf mich geschossen hat. Troll. Was ist hier? Nötig in sich klären. Ah, hier ist also noch irgendwo was. Ah, da. Oh, da. Nötig in sich geklärt. Wie am Schnürchen läuft das hier? Und ja, hier gehen wir richtig. Den haben wir auch. Das ist wahrscheinlich auch noch einen, den wir platt machen müssen. Boop. Boop. Oh. Hinter uns. What? What? Der schnurstracks bis zu unserer Truppe gelaufen und stand dann irgendwie die ganze Zeit so neben meinen Männern. Und hat nicht abgedrückt. Stimmt nicht mit dem. Ups. Ja. Da will ich speichern. Ja. Das. Ja.
warten. Damit sieht. Ah ja, ja, genau, Internetradio, richtig. Ich erinnere mich, das hast du erzählt. Dann haben wir einmal ja eine Festveranstaltung, aber dort können nicht alle hinkommen, weil das immer ein Sonntag ist und die meisten am nächsten Tag arbeiten müssen. Ja, das ist immer so ein bisschen Problem. Gerade wenn man sich aus größeren Bereichen irgendwo das irgendwie aus ganz Deutschland trifft an einen Punkt, dann ist es für manche wahrscheinlich am Sonntag etwas schwierig. Also machen wir meistens noch ein externes Treffen an einem Samstag, weil wir Zeit finden, sich zu treffen. Hat große Siege in Utena und Resekne zu verzeichnen. Und die Russen fallen an allen Fronten zurück. Ein gut. Letzter Schlag. Und wir kicken sie für immer aus dem Baltikum. Oh. Man sagt, dass dem russischen Musikchor die Niederlage übel zusetzt. Sie beschuldigen Präsident Arbatow und die anderen politischen Führer. Da braut sich ein Putsch zusammen. Oh. Sie gehen nach Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Die Russen halten die Stadt seit der ersten Woche der Invasion. Und der litauische Untergrund hat dort ganze Arbeit geleistet. Der Ort gleicht einer Ruine. Sie eskortieren eine Reihe von Panzern in das Herz der Altstadt, um den Palast des Präsidenten und andere Schlüsselstellungen zu befreien. Wie die Russen schon in Grozny lernen mussten, ist es Selbstmord, gepanzerte Einheiten ohne Infanterie in urbanes Gebiet zu senden. Die verbliebenen russischen Truppen stehen mit dem Rücken zur Wand und sie werden nicht widerstandslos kapitulieren. Achten Sie auf Scharfschützen und Panzerabwehrraketen, die aus den Trümmern der Ruinen gefeuert werden. Und wie immer, halten Sie die zivilen Vorfälle auf dem absoluten Minimum. Das klingt sehr nach letzter Mission, wenn wir danach die Russen für immer aus dem Baltikum vertreiben. Das ist so gut. Okay, dann machen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir es danach geschafft haben. Dann kommt vielleicht wieder was Gutes. Scharfschütze, Panzerabwehr, okay. Okay. Team Bravo ist es wieder. Hab's verstanden. Wir haben alles Wichtige dabei. Warum habe ich eigentlich Team Alpha dabei? Ist unnütz. Aber war euer Hobby denn, Treffen denn schön? Was habt ihr da an dem Treffen genau gemacht? Ist das einfach nur ein, Leute treffen sich und die haben gemütlich Zeit zusammen, bisschen was essen, bisschen was trinken, Musik hören und einfach nur mit Leuten reden? Oder wird dann da auch irgendwas generell für die Zukunft von dem Internetradio geplant? Piu, 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 piu. So. Ich wollte auch eigentlich nicht mit euch loslaufen, sondern mit euch. Mal schauen. Da war schon einer und der ist tot. Das ist sehr gut. Komm ich hier drüber? Ich komme hier drüber. Ruhig, Blutleute, alle tot. Okay, die fahren weiter. Gut, 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 gut. Prinzip verstanden. Ah, und ich kann direkt noch schnell speichern. Da muss ich nachher nicht so viel Kram neu machen. Oh ja, ich sehe es. Wohin mit dir? Okay, du lenkst ein.
Oh. Selbstplatz gesichert, sehr schön. Wir kommen voran. Boop. Kaputt. So, was sagt die Karte? Wir müssen hier wahrscheinlich weiter geradeaus und dann links. Ja, wir müssen einfach nur den Panzern folgen letzten Endes. Rette die Panzer, rette die Welt. Wenn das dann geht ja wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen vorauslaufen. Gute Schüsse. Alle tot. Krieg ich den von hier? Verdammt. Schade. Oh. Es war einmal ein Panzer. Ende. Oh, scheiße. Okay. Ja, dann. Mehr als Panzer als gedacht. Oh, ich sollte häufiger speichern. Shit. Okay, Panzer sind immer hinter Kurven. Oh Gott. Oh, Leute. Das ist das Problem mit dem Zielen am Controller. Es ist einfach so fummelig. Da müsste jetzt noch einer kommen. Na, war mal. Okay. Dahin und schnell speichern. Nur zum Plaudern und Geschichten austauschen. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, was wir nächstes Jahr zum Spendenmarathon machen, wenn es eine gewisse Summe Geld erreichen. Ah! Okay, also auch so ein bisschen planen, aber hauptsächlich einfach entspannt zusammenkommen und ein bisschen eine schöne Zeit haben einfach. Klingt eigentlich schon mal sehr schön. Was ist eigentlich für ein Internet-Rohr? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Wo kann man denn da reinhören? Das wäre der interessantere Teil eigentlich. So, schnell speichern. Was? Ich habe ihn nicht erwischt? Ernsthaft? So viele Raketen wollte ich jetzt eigentlich nicht verschießen. Okay. Speichern. Guck ich jetzt mal, dass ich den anderen Panzer schneller erwischt kriege. Okay, funktioniert. Soweit so gut. Und du bist weg. Auch gut. Speichern. Irgendwo ist ja noch was. Ah.
Und plötzlich dann. Ich brauche meine Panzer gar nicht. Die sind mir viel zu langsam. Mach den Scheiß einfach alleine. Speichern. So. Auch wenn ich nicht mehr viel Schuss habe. Ist das ein Panzer? Nein, ist kein Panzer. Na, jetzt habe ich den Platz eigentlich erobert. Jetzt müsste ich doch eigentlich zum eigentlichen Ziel gehen können, oder? Theoretisch schon. Kirchenplatz sichern. Machen wir das mal. Als einer von meinen Jungs. Du kannst dich auch da wegbewegen. Dankeschön. Müsste ich irgendwo hier hinten durchkommen? Fast. Hi. Bye. Hier kann ich rein. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Schnell speichern. Nochmal schnell speichern. Schnell laden. Ich habe keinen Bock, Raketen zu verballern. Ich habe nicht so viele. Das geht auch mit einer. Geht doch. Speichern. Warum nicht gleich so? Ja, das sieht auch definitiv nach nicht freundlichen Panzern aus. Sehr wahrscheinlich. Oh boy. Okay. Speichern. Und direkt nochmal laden. Such das mit dem Ziel jetzt einfach nochmal. Ernsthaft. Und ich habe natürlich meinen einen Kollegen, der jetzt noch Panzer hat, oder Panzerfäuste hat. Ist hier. Ja, gut, okay. Dann, gehen wir mal los. Ich meine, ich habe immer noch 6, wahrscheinlich sogar 7 Raketen letzten Endes, die ich benutzen kann. Dann soll das ja eigentlich gar kein Problem sein. Das Radio heißt Radio Dragonflame. Okay. Guck ich nachher mal nach, ob und wo wir das finden. Moment. Wir sind zu weit gegangen. Bin viel zu weit gegangen. Mein Gott, wo war ich? Ach, ich war auf dem Platz schon. Ah. Ich denke mal, das Radio findet man ja wahrscheinlich, wenn man einfach danach googelt, oder? Das sollte ja wahrscheinlich kein Problem sein. Denke ich. So, noch 2 Panzer, die hops gehen müssen. Mhm. Mhm. Okay.
Gleich einen Platz sichern. Okay, sind wir durch? War's das? Ja, sieht doch sehr nach Ende aus, oder? Würde ich sagen. Speichern wir mal. Natürlich speichern 10. Passt auch. Level 10. Speicher bestätigen. Ladebildschirm. Credits? Maybe? Vielleicht? Fuck. Die letzten gegnerischen Einheiten haben sich irgendwann gestern Nachmittag hinter die lettische Grenze zurückgezogen. Ja, okay, gut. Die Unterstützung der Ultranationalisten durch die Öffentlichkeit ist in den Keller gegangen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Es änderten sich die Dinge rasend schnell in Russland. Ihre nächste Aufgabe... Okay. Cool. Freue ich mich drauf. Beim nächsten Mal wieder. Sehr. Wie viel hat das Spiel noch? Ich habe leider keine Ahnung. Der Mario war eben so nett, mal nachzuschauen. Ist, wenn man das Spiel an sich durchspielt und es wohl kennt, braucht man ungefähr 2,5 Stunden. Ich habe jetzt am Anfang relativ viel rumprobiert und das Training gemacht. Das heißt, ich habe eine Stunde oder so verloren, habe ein-, zweimal Level neu gestartet. Aber ich denke mal, viele Missionen dürfen da nicht mehr kommen. Vermute mal so... Keine Ahnung, 2 vielleicht, ne? 1, 2, 3, irgendwie sowas in der Richtung. Aber hoffentlich nicht mehr allzu viele. Und wenn wir damit durch sind, können wir danach endlich was anderes spielen. Was dann hoffentlich interessanter ist als ein Armee-Taktik-Shooter. Weil Shooter sind halt allgemein nicht so interessant, finde ich persönlich. Aber gut. Dann mache ich für heute Schluss. Und ist auch gerade keine mehr online. Ja, dann machen wir heute einfach so erstmal Schicht im Schacht, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, meine Lieben, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, dir eine weitere gute Woche, Bienchen. Und ja, Mittwochabend gucken wir mal, da müssen wir ja theoretisch das Spiel durchkriegen, wenn es wirklich nur 2,5 Stunden eigentliches Spiel ist. Und dann drücken wir uns einfach mal allen die Daumen, dass wir danach ein interessanteres Spiel kriegen. Gut, bis dahin. Schöne Restwoche. Man sieht sich. Ciao, ciao.